Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu belegen, dass bei YouTube perfide Methoden zur Täuschung Einzug gehalten haben. Methoden, mit denen Creator und Zuschauer betrogen werden, indem Meinungsfreiheit vorgegaukelt wird, also indem dem Creator vorgegaukelt wird, er könnte hier frei seine Meinung äußern und dem Zuschauer, er könnte hier freie Meinung zu sehen bekommen. Vorab ist zu sagen, dass Google ein Privatunternehmen ist. Und Google könnte jetzt sagen, jetzt mit Covid-19, das ist uns zu heikel. Wir spüren Druck von irgendwelchen Regierungen, dass sie uns Regelungen auferlegen, die uns kaputt machen. Davor haben wir Angst, das ist uns zu heikel. Und aus diesem Grund lassen wir bestimmte Meinungen nicht mehr zu. Und das kommunizieren wir ganz offen. Dann könnte man ganz offen in die Regeln schreiben, kritische Kommentare sind nicht erlaubt zu den Maßnahmen der Regierungen. Oder grundsätzlich, Kritik an den Maßnahmen ist generell nicht erlaubt. Das Perfide ist, mit genau so einer Begründung, mit so einer offenen Begründung, wurde mein letztes Video gelöscht und habe ich meine zweite Verwarnung bekommen. Dieser Begründungstext, ich lese ihn mal vor, sagt eigentlich ganz eindeutig aus, dass man also die Maßnahmen nicht kritisieren darf. Also hier seht ihr diese Mail, die man bekommt, so eine Standard-Mail mit so einem Männchen, das verschiedene Karten zeigt. Und dann kommt jetzt hier der Abschnitt, was ich denn verbrochen hätte. Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, in denen der Nutzen des von der Weltgesundheitsorganisation oder lokalen Gesundheitsbehörden empfohlenen Social Distancing oder der Selbstisolation ausdrücklich in Frage gestellt wird, die dazu führen könnten, dass Menschen sich nicht an diese Empfehlungen halten. Entscheidend ist der zweite Absatz. Der macht vollkommen klar, denn wenn wir uns das jetzt angucken, die dazu führen könnten, dass Menschen sich nicht an diese Empfehlungen halten. Das heißt, mit dieser Begründung kann man jeden Content löschen. Jeder Content, der die Maßnahmen in Frage stellt, denn natürlich, so ein Content kann dazu führen, dass sich Menschen nicht an diese Empfehlungen halten. Aber auch der erste Abschnitt, wenn man genauer hinguckt, in denen der Nutzen des von der Weltgesundheitsorganisation. Nutzen, aber was für Nutzen? Das wird hier nicht genauer erklärt. Nutzen, um das Virus einzudämmen oder Nutzen allgemein? Weil es ist natürlich immer die Frage, wie verhältnismäßig ist es, bestimmte Methoden anzuwenden, um das Virus einzudämmen. Aber das wird hier offen gelassen. Das heißt, man kann das natürlich jetzt auch so lesen, wenn man jetzt den Nutzen von Maßnahmen anzweifelt, die dazu dienen, das Virus einzudämmen, dass das nützlich ist, also grundsätzlich nützlich ist. Und wenn man das so versteht, dann kann man natürlich auch jeden Content löschen, aber das lassen Sie offen, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Maßnahme nützlich ist, das Virus einzudämmen, oder ob eine Maßnahme grundsätzlich nützlich ist für die Gesellschaft. Das ist ein riesiger Unterschied. Das wird aber hier nicht aufgelöst. Das wird hier in der Mail nicht aufgelöst. Und jetzt gucken wir uns mal an, was tatsächlich die Richtlinien sind, die nach außen kommuniziert werden. Weil man könnte jetzt ja sagen, okay, wenn jetzt dieser Text, wenn der jetzt nach außen kommuniziert wird, zu den Creatern und Zuschauern, dann ist alles vollkommen klar. Dann braucht man sich nicht wundern. Aber jetzt, wenn wir jetzt auf weitere Informationen klicken hier, dann sind die Richtlinien, die YouTube tatsächlich veröffentlicht, die lesen sich vollkommen anders. Als erstes haben wir hier einen Allgemeinsatz. Auf YouTube sind keine Inhalte in Bezug auf Covid-19 erlaubt, die ein ernsthaftes Risiko erheblicher Gefährdung mit sich bringen. Das ist ein sehr allgemeiner Satz, weil es ist die Frage, was ist eine erhebliche Gefährdung, was ist ein ernsthaftes Risiko? Da könnte man dann, ist es im Grunde schwammig, da könnte man dann theoretisch sagen, okay, wenn ich jetzt einen kritischen Inhalt bringe, der könnte dann dazu führen, dass jemand sich nicht an Maßnahmen hält. Und das könnte dann Infektionen nach sich ziehen. Das ist jetzt aber hier nur dieser erste Satz, aber jetzt wird das hier näher erläutert. Und jetzt steht hier, auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, die medizinische Fehlinformationen verbreiten, die im Widerspruch zu medizinischen Informationen der WHO stehen. Und diese, also sagen, man darf keine Inhalte bringen, die der WHO in Behandlung, Prävention, Diagnose, Übertragung widersprechen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das genau? Und schreiben Sie hier, was bedeutet diese Richtlinie für mich? Das heißt jetzt, das, was Sie hier oben kurz beschreiben, erklären Sie jetzt näher.
Und darauf muss man sich dann ja eigentlich verlassen können. Und hier ist dann sozusagen etwas Entwarnung, kann man da herauslesen. Weil hier steht dann Behauptungen, dass Covid-19 nicht existiert. Dass man es mit einem Hausmittel heilen kann. Dass man es mit Gebeten bekämpfen kann. Dass es schon einen Impfstoff gibt. Dass man was über Impfungen behauptet, was nicht irgendwie der WHO widerspricht. Dann sehen wir hier noch Fehlinformationen zur Prävention, Diagnose, zur Übertragung. Also hier sehen wir überall, man darf lauter Sachen nicht sagen offiziell, die der WHO widersprechen. Aber das sind medizinische Informationen. Das ist aber ein Unterschied, ob man jetzt der Meinung ist, klar mag das vielleicht schützen vom Virus, aber allgemein die Verhältnismäßigkeit, das anzuwenden, sieht man persönlich nicht. Weil es ja was dagegen steht, weil ja Menschen auch durch den Lockdown sterben oder ihre Existenz verlieren. Aus dem Grund sehen wir die Verhältnismäßigkeit, irgendwelche Sachen durchzuführen, die vor dem Virus schützen. Da hat man aber noch keine Fehlinformationen verbreitet. Das heißt, hier wird jetzt suggeriert, okay, ich darf jetzt hier nur Sachen sagen, die jetzt keine konkreten Informationen sind, die der WHO widersprechen. Bei meinem Video, das gelöscht wurde mit Peter Böhringer, war es aber so, dass Peter Böhringer, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, was der Löschgrund sein kann, weil sie gehen das ja nicht genau an, man hat ja gesehen, dass sie sagen nicht jetzt an der Stelle des Videos ist das und das und deswegen haben wir das Video gelöscht, sondern sie behalten das für sich, sondern geben nur so eine allgemeine Erklärung ab. Aber das Einzige, was auf diese Erklärung passt, ist, dass Peter Böhringer gesagt hat, Peter Böhringer hat nur gesagt, dass früher Pandemien nach Krankheit, nach Todesfällen bemessen wurde und nicht nach positiven Testergebnissen. Und das ist das Einzige zu dem Thema Covid-19. Das heißt, sie haben jetzt das Video deswegen gelöscht. Ich habe aber hier in dem Video ganz eindeutig und auch bewusst, weil ich hatte ja schon 2 Warnungen bekommen, aus meiner Sicht völlig übertrieben. Und die Begründung bei meinen ersten beiden Verwarnungen war auch anders als die jetzige. Da kam noch der Text tatsächlich, dass man der WHO widersprochen hätte. Das hier ist ein anderer Text. Aber das ist wahrscheinlich eine Textschablone, die sie bei ganz vielen Verwarnungen einsetzen. Und dass sie diese Schablone einsetzen, die sich für den Zuschauer und für den Creator ganz anders liest, wo eben allgemein ganz eindeutig gesagt wird, du darfst hier keine Kritik üben, du darfst die Verhältnismäßigkeit nicht in Frage stellen. Das ist ein riesiger Unterschied zu dem, was hier veröffentlicht wird. Jetzt noch kurz dazu, wie ich die beiden ersten Verwarnungen bekommen habe. Die erste Verwarnung habe ich bekommen durch ein Video, in dem ein Experiment gezeigt wird, wie jemand sich ein CO2-Messgerät unter die Maske hält und misst und nebenan ist eine Tabelle zu sehen mit CO2-Richtwerten für Raumluft, die nicht überschritten werden sollten. Und was man jetzt an dem Experiment kritisieren kann, ist, dass wenn jetzt das Messgerät, wenn man das unter der Maske hat, dass man direkt dagegen atmet. Wohingegen, wenn man jetzt die Raumluft misst, dann kommt der Atem ja nur erst sehr viel verspätet und verdünnt an das Gerät. Das heißt, die Messwerte sind erhöht. Aber die allgemeine Aussage des Experiments, dass die CO2-Rückatmung erhöht ist durch die Maske, die ist richtig und die wurde auch schon gezeigt in einer Studie von 2005 der TU München, wurde nachgewiesen, dass das CO2 im Blut erhöht ist und auch, dass während einer OP, also da ging es um OP-Masken, und so eine OP, das dauert 30 Minuten, dass die Konzentration derjenigen, die diese Maske getragen haben, dass die beeinträchtigt war. Und die Studie sagt dann, ja, man sollte also die Zeit, mit der die Maske getragen wird, die sollte man möglichst kurz halten, weil einfach die Leute dann halt sich schlechter konzentrieren können. Dann, es wurden da in dem Experiment keine langfristigen Folgen nachgewiesen, aber dort werden ja die Masken eine halbe Stunde getragen und dann wird es ganz lange wieder nicht getragen. Aber jetzt haben wir ja eine ganz andere Situation, jetzt werden ja die Masken den ganzen Tag getragen und die Auswirkungen sind gar nicht erforscht. Das heißt, die grundsätzliche Botschaft von dem Experiment, dass wir mehr CO2 im Blut haben, dass wir mehr CO2 atmen, die stimmt. Natürlich kann man sagen, das Experiment ist jetzt nicht ganz perfekt, aber deswegen ein Video zu löschen, das ist schon ein starkes Stück. Gerade wenn man sich überlegt, was die Altmedien, was sonst für Täuschung verbreitet werden darf. Und wir sind hier Einzelpersonen. Ich bin hier kein journalistisches Rechercheteam.
wir müssen überhaupt den Kanal zum Wachsen zu bringen, um am Leben zu halten, müssen wir regelmäßig Videos produzieren. Und dann sozusagen das so genau zu recherchieren, dass man also sagen bei auch bei O-Tönen, dass man jede kleine Unschärfe rausbekommt, ansonsten kriegt man sofort einen Strike. Das ist im Grunde auch schon so, dass man dann eigentlich zu dem Thema fast gar nichts mehr sagen kann, weil dann bei jeder kleinen Kleinigkeit, wenn man so ein Experiment vorstellt, sich gar nichts Böses dabei denkt, kann man natürlich kritisieren, ja, das Experiment ist nicht ganz perfekt. Aber das ist ja nicht so, dass jetzt das Experiment was völlig Falsches aussagt. Jedenfalls habe ich mir aber da noch gedacht, okay, ja, da muss ich jetzt halt in Zukunft ganz gut aufpassen. Und das ist ja eigentlich auch, weil ich will ja auch keine Fehlinformationen verbreiten. Und da muss man halt in Zukunft ganz genau aufpassen und sich ganz genau überlegen, was man postet. Da dachte ich noch, okay, man kann sich darauf verlassen. Dann kam die Verwarnung, die nächste Verwarnung. Ich dachte, das passiert mir nicht mehr. Wobei ich natürlich immer skeptisch war. Man weiß natürlich nicht genau, was passiert, wenn man höhere Reichweite bekommt, wie es den anderen gegangen ist. Weil man hört ja Kanallöschungen, viele Strikes. Man kennt aber ja die Fälle nicht genau. Aber man hofft natürlich auf das Beste, dass es einen jetzt selber nicht betrifft und man selber weitermachen kann, weil man sieht ja, es sind ja noch viele YouTuber online, die noch Sachen posten. Dann kam aber die erste Verwarnung ganz schnell. Und es kam bei einem Video, das für meinen Kanal sehr wichtig war. Es ist ja so, dass man viele Videos postet. Und die meisten Videos, die werden aber nur an die eigenen Abonnenten verteilt oder an wenig andere Leute. Das werden nur wenig Impressionen verteilt. Einfach weil die Titel und die Cover, es wird nicht so stark geklickt. Und das Video, da mag Aufwand dahinter sein, aber wenn das nicht stark geklickt wird, dann wird es normalerweise auch nicht stark verteilt. Und man hofft natürlich immer auf virale Videos, die dann auch wirklich viele Leute zu sehen bekommen, dass auch neue Leute den Kanal kennenlernen und abonnieren. Und genau so ein Video war ein Video mit Bodo Schiffmann, wo es um ein RTL-Interview ging. Wo der RTL-Interviewer dauernd auf Aussagen von Bodo Schiffmann rumgeritten ist, aber RTL völlig außer Acht lässt oder das unter den Tisch kehrt, dass hier Kinder gestorben sind mit Maske und es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Maske da mit Ursache war und dass man natürlich dann da genauer hingucken muss, sich Studien durchführen muss, die Gefahr ausschließen muss. Das untersuchen muss. Sondern es kam dann nur, dass Bodo Schiffmann hätte dann gesagt, das Kind ist an der Maske gestorben, obwohl es noch gar das Obduktionsergebnis noch gar nicht da ist. Und dann wurde dann da so ewig drauf rumgeritten und hat Bodo Schiffmann gesagt, nein, er hat es anders gesagt und er hat es so gesagt, dass es nicht auszuschließen ist. Und er hat dann eben auch diesen Punkt gemacht, ja, man muss doch, wenn jetzt so ein Kind so mysteriös gestorben ist, da muss man sich doch die Sache angucken, wie ist das mit den Masken? Da muss man das doch aufsetzen, dann kann man doch die Kinder nicht einfach Masken den ganzen Tag aufsetzen lassen, wenn man gar nicht genau weiß, was hat denn das für Folgen, für gesundheitliche Konsequenzen. Und dann hat, das war so ein 10-minütiger O-Ton, und dann hat Bodo Schiffmann wohl irgendwas gesagt, mal zwischendrin, dass Masken irgendwie nichts bringen, irgend sowas in der Art. Und deswegen habe ich wahrscheinlich den Strike bekommen. Das war aber gar nicht, darum ging es in dem Video gar nicht, sondern da ging es darum, eben was RTL aus diesem O-Ton von Bodo Schiffmann gemacht hat und dass man dem Risiko von Maskentragen auf den Grund gehen muss. Und dann nehmen sie aber sozusagen eine kurze Aussage, ah, jetzt hat der Bodo Schiffmann gesagt, Masken bringen nichts, ah, das widerspricht er wieder WHO, zack, Strike. Und schon hatte ich den nächsten Strikes. Und dann, das waren meine ersten beiden Strikes und jetzt kam der Strike hier. Das war ein Video mit Peter Böhringer, wo er gesagt hat, ja, mit der Pandemie, normalerweise früher bemessen sich Pandemien an Toten und an Kranken und nicht an positiv Getesteten. Und schon habe ich die zweite Verwarnung. Und das ist natürlich vollkommen klar, wir sehen es jetzt ja auch, Samuel Eckert, BITTEL.TV, diese ganzen Kanäle, die teasern auf YouTube nur noch an, weil die wissen sofort, da ist irgendeine Aussage und dann werden sie sofort gestrikt. Und es ist de facto, ja, da ist keine Meinungsfreiheit mehr, wenn man so leicht gestrikt wird, wenn man zu dem Thema sich überhaupt nicht mehr äußern kann. Wenn du sofort einen Strike bekommst. Aber das geht aus diesen Richtlinien. Also diese Richtlinien eben gerade, weil auch der Text sich so lange damit auseinandersetzt, dass man nicht sagen darf, Hausmittel und sonst was, dann denkt man ja logischerweise, okay, ich darf einfach jetzt nicht sagen, irgendwas grob Falsches oder was jetzt uns grob falsch erscheint. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das richtig ist, aber dass man halt solche Sachen, die jetzt im Widerspruch
zum allgemeinen medizinischen Know-how stehen, dass man das nicht sagt, dann denkt man sich, ja, okay, dann lässt man das halt. Aber jetzt an dieser Mail, ich habe jetzt Beschwerde eingereicht und zum, jetzt werden wir mal sehen. Also YouTube hat jetzt die Beschwerde noch nicht widersprochen, den beiden ersten Beschwerden hat YouTube sehr schnell widersprochen, die jetzigen Beschwerde noch nicht, aber der Schaden ist allein jetzt schon riesengroß. Weil mein Video ist kaputt gemacht, es ist gelöscht, dadurch ist es kaputt. Das heißt, wenn es jetzt wieder eingestellt wird, jetzt ist ja Lockdown, jetzt ist wieder eine ganz andere Zeit, das Video ist kaputt. Und ich kann auch die ganze Zeit nichts posten. Und es ist ja auch so, jetzt habe ich 14 Tage Sperre. Oder jetzt ist schon seit dem 27. schon einige Tage Sperre. Ich kann nichts machen. Und davor hatte ich ja auch schon 2 Tage nichts gepostet, weil ich war ja gerade dabei, mein neues Video hochzuladen. Und dann kam mir aber erst nach 2 Tagen, kam mir erst die Sperre für das Böhringer Video. Das heißt, der Schaden ist jetzt da, ich kann nichts machen. Mein Kanal hängt und jetzt kann YouTube natürlich dann irgendwann sagen, ah, okay, ja, die Beschwerde, das stimmt, okay, wir geben es zu, es war falsch. Und dann sagen sie, ja, okay, das, die Verwarnung wurde zurückgenommen, aber ich habe ja trotzdem den Schaden. Ich hatte trotzdem jetzt tagelang, konnte ich nichts machen. Also bei Stefan Bauer war es so gewesen, da haben sie dann die Verwarnung, den zweiten Strike zurückgenommen. Da hatte er irgendeine Veranstaltung abgefilmt. Also hat er einen Livestream gemacht, hat anscheinend auch irgendwann mal irgendjemand was gesagt, was der WHO widerspricht, da haben sie ihm einen Strike gegeben. Und so kann man natürlich gar nichts mehr posten, aber jetzt haben sie den Strike zurückgenommen. Und das ist, also, erscheint mir, ja, sehr fragwürdig, willkürlich. Und ja, es ist eben Täuschung der Öffentlichkeit, weil eben der Benutzer zieht sich das an und denkt sich, ja klar, ist doch Meinungsfreiheit. Oder YouTube behauptet ja auch, du kannst deine Meinung posten und gelöscht werden nur diejenigen, die sich wirklich was zu Schulden kommen haben lassen. Und das ist natürlich auch, wir werden natürlich auch, weil wir auf der Plattform sind, auch auf andere Videos gelenkt, gucken uns auch andere Videos an. Wenn wir jetzt auf anderen Plattformen wären, würden wir uns andere Videos, würden wir uns nicht YouTube angucken. Und sie profitieren natürlich überhaupt von dem ganzen Image, sie, hier ist Meinungsfreiheit, hier kann man alle möglichen Meinungen sehen. Und es hätte natürlich dann viel weniger Reiz, wenn sie jetzt nach außen offen kommunizieren würden, ja, hier kann man bestimmte Meinungen nicht sehen. Oder hier kann man nur regierungsmaßnahmenkonforme Meinungen sehen. Hätten die Leute keine Lust mehr, würden sofort weggehen. Aber das kommunizieren sie nach außen ja absichtlich nicht. Und das ist Betrug. Das darf man nicht machen. Also wenn man löscht, so wie jetzt mein zweites Video, dann muss man auch offen dazu stehen. Und dann muss man das nach außen rechtzeitig kommunizieren. Dann mache ich mir auch nicht die Mühe, bei YouTube zu posten. Dann machen sich ganz viele gar nicht erst die Mühe. Und so werden wir dahin gelockt, machen Videos, halten unsere Zuschauer auf YouTube, probieren da was und denken, es geht. Und dann sind wir in so einer willkürlichen Löschsache drin, wo dann wir völlig überrascht werden. Also ich war von allen 3 Strikes war ich wirklich überrascht. Also vom 3. am allermeisten. Und es ist auch Teil der gesamten Regierungssystempropaganda. Die sagen ja, es ist die Demokratie, es ist alles in bester Ordnung. Ihr könnt doch überall eure Meinung sagen, auf YouTube, auf Facebook. Ihr könnt doch überall eure freie Meinung schreiben. Obwohl jetzt auf YouTube, Facebook, da habe ich ja auch ganz Schlechtes gehört, ist das nämlich gar nicht mehr der Fall. Und auch indem YouTube sozusagen der Öffentlichkeit suggeriert, ja, wir sind eine offene Plattform, beteiligen sie sich an einer Täuschung, dass die Meinungsfreiheit nicht gefährdet ist. Das ist absolut verwerflich. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut. Man kann jetzt noch hoffen, abschließend, was mir noch einfällt, dass jetzt nach, wenn jetzt, man kann nur beten, dass Trump gewinnt und dass, wenn Trump gewinnt, dass sich das dann ein bisschen bessert wieder. Man kann es nur hoffen. Also macht's gut.